Stand, 1. Februar 2018. Michelle Obama genießt ihre neu gewonnene Zeit. Foto: Jim Loos. Karl Zugwelle, Deutsche Presseagentur Infocom GmbH. Was machen eigentlich die Obamas? In der Talkshow von Ellen DeGeneres hat die ehemalige First Lady Michelle Obama über ihr Leben nach dem Weißen Haus erzählt. Los Angeles Deutsche Presseagentur, ein Jahr nach ihrem Auszug aus dem Weißen Haus hat Michelle Obama, 54, über den Alltag ohne First Lady-Pflichten gesprochen. Ich stehe auf, wenn ich Lust dazu habe, sagte sie in der Talkshow Ellen Ausstrahlung am Donnerstag. Uns geht es großartig, die Mädchen machen sich gut, Barack arbeitet, wir haben Projekte, wir haben gut zu tun und reisen. An einen Umstand habe sich die Familie nach dem Umzug in ihr neues Heim in Washington erst gewöhnen müssen, verriet die Ehefrau des früheren US-Präsidenten Barack Obama. Es ist merkwürdig. Wir haben jetzt eine Haustür und eine Klingel. Unsere Hunde Bo und Sunny wussten nicht, wie sich eine Türklingel anhört. Die einstige First Lady räumte ein, ihr Mann beschwere sich, dass er nicht genug Platz im Kleiderschrank habe. Und, er, hat auch das kleinste Zimmer als Büro. Ende Januar 2017 musste das Ehepaar Obama mit den beiden Töchtern Platz machen für den neuen Präsidenten Donald Trump. Zuvor hatten sie 8 Jahre im Weißen Haus gelebt. Die Obamas bleiben zunächst in Washington, damit Tochter Sascha, 16, dort die Schule beenden kann. Ihre Schwester Melie, 19, hatte kürzlich ihr Studium an der Elite-Universität Harvard in Boston begonnen. Seit einem Jahr lebt Michelle Obama ohne ihre Pflichten als First Lady. Der neue Alltag gefällt ihr und Barack Obama gut. An eine Sache, die für andere ganz normal ist, musste sich die Familie aber gewöhnen. Donald Trump reagiert heftig auf die Angriffe seines ehemaligen Vertrauten Steve Bannon in Washingtons neuem Skandalbuch. Der US-Präsident lässt seine Anwälte von der Leine. Dabei geht es eigentlich um etwas anderes. In den USA ist eine Abstimmung im Senat über eine Zwischenfinanzierung für den Haushalt gescheitert. Damit droht der US-Regierung um 6 Uhr deutscher Zeit der Shutdown, weil das Geld ausgeht. Das Buch Fire and Fury erschüttert Washington. Die zentralen Passagen des Schlüsselwerks haben es in sich. Wir stellen die Stellen vor. Und was sie wirklich zu bedeuten haben.